So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Parworld. Wir sind heute noch so ein bisschen in der Vorbereitung. Wir haben ja einen Bauplan bekommen für eine ziemlich geile Pumpgun. Die würde ich heute gerne machen. Ach, cool. Uns fehlt dafür allerdings noch sehr, sehr viel Polymer und Carbonfaser. Das Ding ist, Carbonfaser können wir herstellen mit Steinkohle auch. Steinkohle haben wir genug. Das ist nicht das Problem. Holzkohle könnten wir herstellen, brauchen wir aber nicht unbedingt machen, wenn wir Steinkohle haben. Das Ding ist nur, wir brauchen. Das ist wieder laut. Wir brauchen generell sehr, sehr viel. Entschuldigung. Polymer. Unter anderem ja auch, weil wir die Pelzwerkbank da verbessern wollten und so. Also, es ist ja noch einiges zu tun. Das heißt, wir werden jetzt vermutlich zuerst einmal kurz in die Wüste gehen, ein paar Pelz schlachten und ein bisschen was herstellen. Ne? Wir brauchen ja auch noch diese Platinen und so. Weil ich würde hier das Ding gerne austauschen. Können wir ja schon. Haben wir gelernt. Wir wissen, wie es geht. Ich habe das hier nach Hause gebracht. Es war ein Kampf. Wirklich. Ich habe, glaube ich, noch eine Viertelstunde gebraucht, nur um mit dem Enterhaken nach Hause zu kommen, weil wir jedes Mal diesen Kampf getriggert haben. Es war wild, ne? Also kann man nicht anders sagen. Es war wirklich, wirklich wild. Ich glaube, 80 Carbonfasern braucht man insgesamt. Kriege ich das aus dem anderen Eimer? Ich will das gern am Stück machen. Und das reicht nicht mal. Oh, shit. Wir machen das mal schnell fertig. Die 27, die gehen schnell. Wir holen dann auch noch mehr Steinkohle. Ist gar kein Stress. Und danach gehen wir auf die Jagd. Ich müsste auch noch mal gucken, wie viel Polymer wir ungefähr insgesamt brauchen. Das Ding ist, ich würde gern erstmal so viel Polymer holen, dass wir die Pumpgun machen können, weil ich denke einfach, dann ist die Jagd nach mehr Perlöl ja, noch mal so ein Ticken einfacher. Ne? Und ich soll vielleicht einfach noch den einen oder. Warte, wir haben noch Anubis hier. Warum kommen die nicht einfach helfen? Sag mir bitte nicht, dass dieser eine Anubis, den wir hier haben, auf die glorreiche Idee gekommen ist. Und jetzt sagt, ich gehe jetzt hier Stein klopfen. Das soll er nämlich überhaupt nicht. So, sie macht das Feuer aus. Bist du überhaupt eine Sie? Wo steht denn das Geschlecht? Hat keins. Okay. Ist mir egal. Ja, das läuft. Braucht man für neue Pelz fern. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, für die Pumpgun brauchten wir eben die 80. Das heißt, drei brauchen wir noch. Kriegen wir hin. Und noch 18 Polymerplatten. Ja, ich kann jetzt hier gerade nicht herschauen. Herschauen. Nachschauen. Meine ich natürlich. Wir machen das kurz durch. Dann gucke ich mal. Ich würde tatsächlich erstmal nur das Nötigste holen und danach gehen wir halt wirklich auf die Jagd und holen so viel, wie es irgendwie möglich ist. Und dann hatte ich heute noch den Plan, dass wir die Weide hier ausbauen. Beziehungsweise einfach abbauen. Ich brauche die hier nicht wirklich. Wir könnten sie eigentlich lassen für Geld und Pelzwerden und so. Aber in unserer Farm hätte ich gern noch eine. Okay, 1 zu 2. Das heißt, 1 haben wir noch. Wir brauchen 18, wären 36, also 35 Perlöl. Klingt machbar. Doppelflinte wird nicht unbedingt reichen, aber wir haben ja das Einzelschussgewehr. Die geht auch relativ gut. Wir haben noch die Pistole. Die Munition hier ein bisschen knapp. Dafür haben wir dann für die Schrotflinte schon ein bisschen was. Ich würde sagen, wir versuchen einfach unser Glück. Hier. Wüste. Ich wünschte immer noch, dass wir hier einfach einen besseren Schnellreisepunkt hätten. In der Wüste. Das kommt mir alles immer so weit vor. Aber dann fliegen wir da halt mal hin. Hallo, kommst? Jetzt ist er da am Bambus festgebackt. Komm her.
Wir müssen in diese Richtung. Das war nicht W, das war E. Vielleicht mache ich nochmal einen Zehn-Finger-Kurs oder so. In der Hoffnung, dass ich dann die Tastatur doch irgendwann mal auswendig kann. Unwahrscheinlich. Aber wäre auf jeden Fall sehr vorteilhaft. So, gucken wir mal. Haben wir Sweeper eigentlich schon voll? Ich fange mal ganz kurz eins, nur um zu gucken. Ich glaube, das haben wir voll. Also die Sweeper haben wir auf jeden Fall voll. Das weiß ich, aber bei den Sweeper... Nee, noch nicht. Okay, vier Stück noch. Das machen wir dann bei Gelegenheit auch noch voll. Nach und nach. Müssten wir sowieso. Ne, wir brauchen alle Peldex-Einträge vollständig. Wäre irgendwie so ein bisschen mein Ziel. Ob es dafür ein Achievement gibt? Bestimmt. Bei so einem Großen und Ganzen würde ich schon behaupten, dass wir ein bisschen im Late Game sind. Dementsprechend würde ich sowas halt echt gerne vervollständigen. Ich hätte übrigens vielleicht vorher meine Spitzhacke reparieren sollen. Ich glaube, das wäre auch ganz praktisch gewesen. So, die können wir auch noch voll machen. Mist. Ich habe meine Spitzhacke nicht repariert. Mach mal, wenn wir wieder zu Hause sind. Nein, stirb doch nicht. Da müssen wir auf jeden Fall näher ran. Ja. 34%, ich glaube, das reicht mir. Könnte klappen. Drei Stück davon noch. Es wäre einfach cool, wenn wir gerade schon da sind, wenn wir die einfach mitnehmen. Vorausgesetzt, da rennen aktuell genug rum. Wow. 90%, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dich können wir schon mal killen. Da haben wir schon mal ein bisschen Perlöl. Hengyu, weiß ich gar nicht. Haben wir die schon voll? Ich guck mal ganz schnell. Ich hätte hier immer noch gerne eine Suchleiste. Haben wir voll, okay. Dann muss ich da nichts verschwenden. Dich holen wir noch schnell. Lass mich raten, die Kiste kriege ich nicht auf, weil ich keinen Schlüssel habe. Bei meinem Glück. Natürlich nicht. Das muss klappen. Als ob ich daneben schieße. Das hier könnte der letzte sein. Bitte, 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 bitte. Weil leveln wollen wir natürlich auch noch. Und jetzt wird Tag, die werden wach. Da haben wir noch zwei Dumats. Uns fehlen noch 34 Perlöl. Klar, jetzt werden sie wach.
Aber jetzt können wir eigentlich mitkämpfen lassen, ne? Moin. Dankeschön. Och komm, lass mich doch in Ruhe. Euch brauche ich doch gar nicht mehr. Ich will doch hier nur in Ruhe rumrennen und ein bisschen Perlöl fahren. Ich muss hier nicht mit jedem Streit anfangen. Was jetzt nicht heißt, dass ich es nicht mache. Wenn es sein muss, mache ich das natürlich. So, bei dir warte ich erstmal, bis du wieder an Land gehst. Das snacke ich mir mal. Sparket, weiß ich gar nicht, ob wir das noch brauchen. Sparket, wo bist du denn? Haben wir auch voll. 11 von 10. Der schläft bloß. Die schwimmen hier ein bisschen rum. Können sie ja gerne machen. Fuddler hat man, glaube ich, in der in den Dungeons voll gemacht. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Hier haben wir nochmal einen Dummert. Nehmen wir natürlich auch mit. Dick Toys dürfte da erstmal aus dem Wasser kommen. Kann ich dich vielleicht so ein bisschen locken, dass du hier mal rauskommst? Komm, mach mal deine komische Attacke. Komm raus da. Brennt hier auch unter Wasser weiter. Ganz normal. So, mit bisschen Pech komme ich da nämlich nicht ran. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, ein Drittel ungefähr haben wir. Hier kriegen wir nochmal Minimum 1. Ich glaube, die geben bloß 1 und die Dicktoys geben 3. Glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, aber bis jetzt sah es so aus. Die schießen gleich schön auf uns. Muss ich überhaupt mitmachen? Ich glaube nicht. Stopp. Jetzt sind da drüben noch welche. Lass mich doch bitte einfach in Ruhe hier farmen. Wir müssen hier keinen Streit vom Zaun brechen. Ah, ein Silberschlüssel. Warte, da hinten war eine Truhe, eine gute, für die wir den Silberschlüssel brauchten. Ich hoffe, ich finde die wieder. Bei meinem Talent eher nicht. Auf dem Weg, da waren glaube ich auch noch welche. Ich finde die Truhe safe nicht mehr. Ich kenne mein Glück. Stirb. Das war irgendwo da hinten.
irgendwo ist halt eine sehr, sehr genaue Angabe, ne? Und wir müssen auch ganz dringend wieder Gewehrmunition herstellen. Ich hoffe, unsere Munition reicht wenigstens, um hier unsere Mission zu vollenden. Och, hör doch auf damit. Nerv mich nicht. Das ist so unfassbar nervig, wenn die dir hinterher rennen und du kannst ja eigentlich nicht entkommen. Dankeschön. Und hier ist doch mehr Schwefel, als ich dachte. Vielleicht gehen wir hier doch ein bisschen aufräumen. Ich glaube, das war in die Richtung. Von da sind wir gekommen, dann sind wir, meine ich, links rum. Das Dick-Toys gönnen wir uns auch gleich. Wie viel brauchen wir noch? 19... Noch 16. Also wir werden das hinkriegen, aber es wird halt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da ist die Kiste. Schön, dass wir die wiedergefunden haben. Armbrustbauplan brauche ich halt gar nicht, ne? Schade. Ja, ihr könnt die killen, habe ich keinen Stress mit. Andererseits allein für die XP würde ich das gern selber machen. So, ich kill euch, bevor ihr mich killt. Dankeschön. So, dann war hier doch irgendwo ein Dick-Toys. Hallo? Ich habe auch Steinkohle. Eigentlich ist die Wüste wirklich perfekt. Wenn ich eine Base machen könnte, die wirklich so groß ist wie die komplette Wüste, hätten wir eigentlich schon gewonnen. Das wäre äußerst angenehm. 23, noch 12. Gleich mal reloaden. Da ist noch eins. Das Ei lasse ich liegen. Ach, da sind sogar zwei. Perfekt. Machst du noch einen Schlag? Dann muss ich nicht. Gut, dann mache ich es halt doch. So, Sterbsel mal. Danke. Ging doch bloß zwei. Ich habe irgendwie mit drei gerechnet. Jetzt noch acht. Uff. Und wenn wir dann wieder hier durchgehen zum Farmen, muss ich unbedingt die Spitzhacke reparieren, damit wir ein bisschen Schwefel mitnehmen können für neue Munition. Ah, will ich den überhaupt freilassen? Nee. Mit dem dicken muss ich da nicht unbedingt kämpfen. Ich meine, wir packen den relativ easy sogar, aber boah, gar keinen Bock. So, du stirbst. Wir lassen es aussehen, als wäre es ein Unfalltod. Da ist der nächste Kandidat. Ich glaube, wir haben auch noch Schießpulver zu Hause. Ich weiß bloß nicht, wie viel. Und wir brauchen halt doch einiges.
Dankeschön. Kann es sein, dass sie einfach Erz droppen? Ist natürlich auch mega nice. Vier Stück brauchen wir noch. Also praktisch noch zwei Dick Toys. Das sollte jetzt eigentlich relativ überschaubar sein. Ja, danke. Oh nein, komm, hau ab. Geh weg. Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Und ich auch. Klar, mit der Schrot ins Gesicht. Einfach mal überlebt. Wo? Ach, da drüben. Ja, ist mir egal. Minderwertige Munition. Kein Mensch braucht minderwertige Munition. Ist denn das? So, haben wir hier irgendwo noch ein bisschen Dick-Toys oder so? Was ist das? Brauche ich das hier? Schießpulver. Nicht unbedingt gebraucht, also jetzt beim Finden zumindest, aber schön zu haben. Nehme ich natürlich mit. Also ich würde kein Schießpulver liegen lassen. So, hier müsste ich aufpassen wegen dem Anubis. Dass er mich möglichst nicht einfach angreift. Deshalb gehen wir vielleicht direkt mal ein bisschen auf Abstand. Könnt ihr vielleicht ein bisschen näher kommen? Ach, shit. Ich habe definitiv keinen Bock, gegen Anubis zu kämpfen. Der ist doch ein bisschen heavy. Und ich wüsste halt spontan auch nicht, mit welchem Pell wir hier am besten kämpfen. Ich meine, mit der Schrotflinte könnte gehen, ne? Müsste man mal ausprobieren. Ich finde es geil, dass wir inzwischen so entspannt hier rumrennen können und eigentlich alles wegmachen. Das ist echt lässig. Was machst denn du da hinten? Achso, da sind Toko-Toko. Junge, wir brauchen keine Toko-Toko. Muss wirklich nicht sein. So, und wir haben zwar jetzt genug Perlöl, aber den gemonnen ist noch schnell. So, den Rest lasse ich hier liegen. Wir hauen ab, da drüben ist ein Schnellreisepunkt. Dann fliegen wir erstmal nach Hause, machen uns eine fette Schrotflinte. Das wird ein geiler Scheiß. Ach nee, und wir müssen vorher noch ein bisschen Steinkohle mitnehmen. Ich überlege gerade, ob wir von dem, was wir da im Lager haben, nicht einfach mal komplett die Hälfte mitnehmen. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Vor allem, unsere Knarre ist halt auch kaputt. Wir müssen alles reparieren. Das heißt, wir werden auch wieder Polymer brauchen. Ja, die Doppelflinte könnten wir vielleicht dann einfach aussortieren. Die müssten wir nicht reparieren. Also erstmal, später werden wir die mit Sicherheit einfach trotzdem reparieren. Für den Anfang würde es aber reichen, wenn wir die ablegen.
würde ich sagen. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir die Spitzhacke reparieren und die Pump herstellen. Die hat ja auch keine gesonderte Munition. Sollte also eigentlich ganz easy funktionieren. So, einmal ganz kurz hier. Wir könnten hiervon halt wirklich einfach die Hälfte mitnehmen, ne? Wir haben ja immer noch genug da. Für die hochwertigen Metallbarren. So, haben wir das alles aufgeräumt, das kam mit rein. Das müssten wir eigentlich woanders hinräumen. Ja, haben wir genug. Das kann da rein. Das Fleisch könnten wir einfach verfüttern. Mache ich vielleicht auch einfach mal. Hier hast du dir verdient. Dann könnten wir den Rest hier auf den Grill schmeißen. Einfach nur das, was wir dabei haben. Ist jetzt nicht so, dass wir es wirklich bräuchten. Brutzelt auch von alleine, dauert bloß lang. Aber in der Zeit wird es auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir brauchen noch 3 Carbonfaser. Dürfte relativ zügig gehen. Polymer machen wir dann einfach gleich komplett voll. Auch das geht relativ zügig. Außerdem kann ich in der Zeit ganz gemütlich Kaffee trinken. Was willst du mehr? Siehst du? So schnell geht's. Dann machen wir das Ding. Okay, da werkeln zwar relativ viele dran, aber es dauert trotzdem mega lang. Zum Glück müssen wir die nicht öfter machen. Einmal reicht. Da müssen wir praktisch noch Munition herstellen für das Einzelschussgewehr. Weil das ist schon ziemlich geil. Pumpgun hat halt einfach einen relativ hohen Streuradius und mit dem Einzelschussgewehr kannst du auf Entfernung schon recht gut Schaden machen. Aber ich bin mega gespannt, was das Ding hier Schaden macht. Steht das dabei? Ich glaube nicht, oder? Angriff 275, 190, das ist auf jeden Fall deutlich besser. Die räumen wir weg, beziehungsweise wir schauen vorher, ob wir es reparieren können. Wenn wir es können, machen wir es, ansonsten mir egal. Das heißt, wir brauchen als nächstes Flintmunition. Die braucht auch Flintmunition, oder? Ja, 9 Schuss. Angenehm. Ich finde es auch cool, dass wenn du die Waffen herstellst, dass du einfach automatisch ein volles Magazin hast. 80 ist nicht besonders viel. Weißt du was, ich mache hiervon jetzt einfach mal die Hälfte. Und den Rest machen wir auf Gewehrmunition. Wir müssen halt wirklich dringend Schwefel holen. Nehmen wir jetzt auf dem Rückweg dann auch gleich mit. Könnte der andere Anubis auch noch kommen? Weißt du was, ich hole mal noch einen rein. Wir haben ja die Kapazität. Wo bist du? Wenn jetzt der dritte noch kommt, sollte das sehr zügig gehen.
Andererseits, ich kann auch die Munition jetzt einfach dann zwischen den Folgen machen. Dann machen wir heute mal relativ zeitig Schluss, beziehungsweise pünktlich. Dann sehen wir uns morgen wieder mit vollen Munitionstaschen und werden dann eben nochmal auf die Perlöljagd gehen, ein bisschen Schwefel mitnehmen und die Sphärenbank austauschen. Da habe ich mega Bock drauf. Ich glaube, das wird cool. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder und bis dahin macht's gut und Tschüssikowski. Ciao, ciao.